My name? It's Ethan. Ethan Winters. It's been 3 years since everything happened at the Baker House. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on, I found out that she was infected by a special kind of mold. I looked all over the house trying to find an antidote, a vaccine, anything. The people who lived there were already infected. What was left of them wasn't human. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn. I fought the fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. Then Chris Redfield and his soldier buddies showed up and saved the both of us. Is that enough? I really don't want to talk about what happened anymore. It's all over now. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious.
Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Oh, ich bin schon am Spielen. Nothing. I'll put her down. Oh Gott, meine Facecam wirkt irgendwie so blass. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil Village. Hier auf Wutsam LP. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was zur Hölle ist mit der Grafik los? Ist die Anti-Aliasing nicht hoch genug oder was war das? Warum sah das so seltsam aus? Nur kurz. Ich musste einiges runterschrauben, weil ich meinen PC noch nicht geupgradet habe. Ich upgrade den erst morgen, deswegen sind jetzt die ersten, keine Ahnung, 4-5 Folgen werden jetzt mit niedriger Leistung klarkommen müssen. Deswegen, ist es das? Oder ein ganz schöner Unterschied. Ich mach das mal an. Auf normal. Ich glaube, mehr geht nicht, oder? Nee, gibt nur die beiden. Und Anti-Aliasing. Ah, warte. Wieso gibt's nur die zwei? Okay. Ah, das war schon auf Maximum. Toll. Oder hat es damit was zu tun? Ja, wenn ich das auf Maximal mache, da geht immerhin nicht hier von den Gigabyte hoch. Machen wir mal so. Perfekter Start. Alles super. So. Okay, ja, irgendwas hat sich verbessert. Irgendwas hat sich getan. Okay. Was zur Hölle ist mit Mia los? Mit dieser komischen Geschichte und... Warum ist sie so komisch? Na ja, gut, ich meine, nach allem, was passiert ist, kein Wunder, dass sie so komisch ist. Oh. Guck mal, da läuft was im Fernsehen. Keine Ahnung, was das ist. Ich mach das mal wieder aus. Ich bin echt gespannt darauf, wie Resident Evil Village wird. Ich habe ja die beiden Demos mal angespielt. Dann weiß ich jetzt noch nicht so ganz, wo ich hin muss. Ich habe vor allem immer noch... Die Maus ist immer noch nicht sensitiv genug. Eine Sekunde. Muss doch bei der Steuerung sein. Wo ist denn die? Ja, musste ich kurz niesen. Controller-Einstellung? Nein. Tastenbelegung wird es ja wohl auch nicht sein. Wo ist denn die Maussensitivität? Gameplay. Kamera. Kamera. Mausempfindlichkeit. Wieso ist nein das Höchste? So, jetzt muss ich auch nicht die Maus ewig über den Tisch ziehen, um mich mal umzuschauen. Linke Maustaste ist zum Drehen. Mausrad hoch und runter zum Zoomen. Das wird mir natürlich nichts bringen, weil mein Mausrad immer noch im Arsch ist. Mausrad drücken, positionieren. Okay. Oh, Mia. What a miracle. Three years ago, I couldn't even imagine something like this would happen. Our taste in music's definitely improved over the years. You mean mine has. You hungry? No? Maybe later then. Don't get too close to me when I'm cooking, babe. Okay.
kostet ein schönes? Keine Ahnung. Rose Menü, Februar. Reiszerealien, Bananenmus. Süßkartoffelbrei, Rahmspinat. Ethan, weh, du tust ihr Zucker oder Honig ins Essen. Und keine Pilze. Okay. 2.2.2021. Rose, 6-monatiges. Her birthday will be here before we know it. They grow up fast. Let's just enjoy it while we can. Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. Hurry up and put Rose to sleep, will you? Ja, bin schon unterwegs. Durch die Demo ist mir leider schon ein bisschen was gespoilert. Und zwar hat Ethan ja... Once things warm up, we can go for a walk. Ja, Chris vorgeworfen, dass er Mia getötet hat. Da bin ich ja mal gespannt. Ich frage mich immer noch, was... Psst, psst, leiser. They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Holm, hätte ich gern gewusst, wie die Geschichte zu Ende geht. Das ist vermutlich mal nicht dein Schlafzimmer. Hier ist Medizin. Seit dem Verfall muss sich an... Okay. Your mama and I love this song so much. Almost there, honey. Nicht das ihr Schlafzimmer. Ja, da ist es. Aber Sekunde, da will ich mich erst mal umsehen. Das Laufen fühlt sich gerade noch ein bisschen komisch an, wahrscheinlich weil wir die Kleine tragen. Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalwe geklärt. Oh. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigen Gas in Dalwe, Louisiana im Jahre 2017 wurden am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack Baker, 57, und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia Winters sollen sich zur Zeit des Unglücks zwei weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar ist. Okay. Everyone's forgotten about this already. Na gut. Giftgas, klar. Natürlich. Architektur osteuropäischer Burgen. Und Wehrtürme aus historischer Sicht von George Trevor. Gut, bringen wir die Kleine jetzt mal endlich ins Bett. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfordert, dass das Spiel jetzt schon da ist. Ich dachte, es würde erst heute Abend kommen. Meistens werden so Spiele ja erst um 17 oder 19 Uhr oder so freigeschaltet. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Oh, wie friedlich sie schläft. Ah, jetzt laufen wir auch ein Stückchen schneller. Aha.
wish it could stay like this forever. Überlebende an der Waffe, Handhabung. Handhabung schwerer Geschütze und Kampfsituation von Joseph Kendo. Oh, das Lieblingsspielzeug. Ah. Name Rosemary Winters. Geburtsdatum 2.8.2020. Größe 62,3 cm, Gewicht 6,57 kg. Untersuchungen, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten, Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkungen, Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Applefeld Memorial Krankenhaus. Sechster 2021. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Rose ist fein. Na gut, dann gehen wir mal nach unten. Is she okay? Sleeping like like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna be... Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Mia! Get down! Mia! Mia, oh God! Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Go move! All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose. Get him out. What the fuck? Das ging gerade alles ein bisschen plötzlich. Was zur Hölle?
Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Okay. Huh. Jesus. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized to walk over. Fuck. What the hell happened here? Ja, okay, jetzt geht's schon direkt los. Was ist passiert? Das ist eine gute Frage. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Missionsziele: Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters, Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Ziel eliminieren. Also Mia war das Ziel zum Eliminieren. Die Leiche sichergestellt. Und wir sollen... Okay. Kann ich da nicht rein? Schade. Das ist faszinierend. Ich wüsste gerne, was hier jetzt passiert ist. Auf jeden Fall ist es ziemlich kalt. Na super. Kann ich die Taschenlampe nicht mal ein bisschen höher halten? Was war das? Vermutlich nichts. Alles gut. Oh. Vermutlich doch nicht alles gut. Ui. What the fuck? Oh. What the fuck? Das ist sehr schön. Ja, oh!
Hör doch auf, ey. Okay, nicht cool. Ich sehe doch so wenig. Ich kann nicht rennen und habe keine Waffe. Oh, die ganze Zeit am Niesen. Das ist ein ganz schlechtes Timing, wenn das Spiel rausgekommen ist. Gerade schön zur Allergiezeit. Komme ich hier irgendwie rein? Okay. Sekunde, wo soll ich denn? Oh, hier ist die Tür. Ja, sehr hilfreich. Toll. Es ist so dunkel hier drin. Was ist das für eine scheiß Taschenlampe, die ich habe? Natürlich, gehen wir einfach runter in den Keller. Wenn es sonst nichts ist. Oh nein. Ich habe eine böse Vermutung. Okay, wahrscheinlich steht es jetzt hinter uns. Irgendwas steht hinter uns, nicht wahr? Nein? Nichts hinter uns? Oh Gott! Über uns. Ja, okay. Puh, leicht erschrocken. Klar. Quetschen wir uns da mal schön durch. Warum ist es auf einmal hell? Hä? Ich meine nur, es war so mega stockfinster eben und jetzt auf einmal... Okay. Meinetwegen. Na gut. Also stimmt, das war ja einfach nur mit W. Die Taste war blocken. Gerade so ein richtiges Dark Souls-Feeling irgendwie. Sieht schon nice aus. Das ganze Schloss und so. Where the hell am I?
komme ich wohl nicht lang. Ah, hier. Ich bin echt besorgt über alles hier. Oh Gott, als ob man hier auch rein kann. Natürlich kann man überall rein. Maybe they're out. Was war das? Da habe ich auch irgendwas gesehen. Hier geht's ja auch noch weiter. Oh, das war das Pferd, wurde weggeschleift. Cool. Boah, dieses Spiel hat viel zu viel Open World für mich. Viel zu viele Möglichkeiten, wo ich lang gehen muss. Wo ich lang gehen kann. Da runter. Warum geht's hier überall weiter? Sekunde, jetzt will ich doch nochmal bei der anderen Seite nachschauen. Ach warte, hier geht's ja auch noch lang. Ist vielleicht besser so, wenn es zu ist. Hier ist zu, oder? Ja, okay. Das habe ich schon von dem anderen Haus gesehen. Da sind wir dann von da gekommen. Hier ist auch zu. Zutritt verboten. Abgeschlossen. Okay. Langsam grenze ich die Open World ein bisschen ein. Ja, irgendetwas fehlt. Das geht doch aus der Demo. Da hatte ich einige Brunnen, bei denen was gefehlt hat. Ja, dauernd am Niesen.
Also ich werde jetzt die erste Folge ein bisschen länger machen. Längere Folge, vielleicht so eine Dreiviertelstunde, vielleicht eine Stunde. Ich werde mal schauen, wann ein guter Moment ist, wo ich cutten kann. Und ab da wird es dann jeden Tag eine 30-Minuten-Folge geben, so wie es halt Standard ist. Nur Darkwood werde ich dann jetzt wieder pausieren dafür natürlich. Da habe ich zwar jetzt noch, da kommen jetzt glaube ich noch zwei Folgen online. Oder eine zumindest. Oh. Habe ich vorher gar nicht realisiert. Ja, gut. Na gut, werde ich dann aber pausieren. Friedhof, Werkstatt, Zeremonienplatz. Ha. Hier scheint auch zu sein. Was steht dort? Hausbesitzer vermisst. Bis auf weiteres kein Zutritt. Hühnerstall verschlossen. Zerbrechlich aus. Ich habe aber nichts, um es zu zerbrechen. Jetzt habe ich was, um es zu zerbrechen. Ja, jetzt geht's schon direkt los. They just run out of the house? No, no! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down on the road and... What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Dead body? Wait, there's more. Okay, schön. Vor dem Schuss habe ich mich ganz schön erschrocken. What the fuck? Aber ich habe jetzt eine Waffe. Nice. Gefällt mir schon ganz gut. Jesus Christ.
What the hell is wrong with this place? Oh Gott, ich sehe schon was. Fuck, Alter. Als ob. Was ist das? What the hell? Alter. Was zur Hölle ist mit meiner Art passiert? What the fuck? Ist es nicht die Hand, die uns erst... die uns schon mal abgesägt wurde? Die Hand macht auch ganz schön was mit. Ich wollte jetzt nochmal hier rein. Ich war noch nicht ganz fertig, mich hier umzuschauen. Oh oh. Aha. Bolzenschneider ist schon mal was Gutes. Jetzt wurde ich hier nicht irgendwie nach unten gezogen? Bin ich hier schon gewesen? Hier bin ich noch nicht gewesen. Sekunde. Erstmal umschauen. Erstmal ordentlich umschauen. Da, flüssige Chemikalie, schon mal gut. Warte, das befindet sich aber nicht im Inventar. Genau, das sind da Ressourcen. Alles gut. Kraut, auch gut. Damit könnte ich mir jetzt schon Medizin herstellen. Gesundheit ist aber noch im grünen Bereich. So, jetzt geht's auch mal richtig los, langsam. Hier von auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, schon gewesen, nicht wahr? Ich meine schon, die Frage ist jetzt, sollte ich jetzt hier weit... Warte, ich glaube, ich komme gar nicht zurück, richtig? Jo, hier ist nämlich zu. Sonst hätte ich nämlich schauen können, ob ich die anderen Tore öffnen kann. Blutspur ist schon mal überhaupt nicht verdächtig. Einer von denen hatte 5 Kugeln geschlagen. Ist das so klar? Okay, alles gut. Flüssige Chemikalie. Verzieh dich! Meine Munition! Was mache ich denn jetzt? Oh oh.
Könntest du mal gut sein lassen? Seid ihr fertig? Over. Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Survivors? Ja, wie das ausgeht, weiß ich leider auch schon von der Demo. Die Demo hat ein bisschen zu viel verraten, finde ich. Es sei denn, es ist hierfür was geändert worden. Alter, die Hand. Ich habe übrigens 2 Kugeln verschwendet. Einmal, weil ich daneben geschossen hatte und einmal, weil ich mit der Maus gegen die Tastatur gekommen bin und deswegen die linke Maustaste gedrückt wurde. Ich mag diese ganzen Geräusche hier nicht. Ach, da oben. Was mache ich denn jetzt dagegen? Musste wieder niesen. Okay, jetzt bin ich hier im Kreis. Soll ich engagen oder soll ich... versuchen, drumherum zu schleichen. Alter! There's no end to them. Ja, na super. Das war nicht von mir. Egal, einfach aufsammeln. Rein hier. Da komme ich nicht rein. Woher kommt das Feuer? Woher kommen diese brennenden Pfeile?
Leute, was zur Hölle geht hier ab? Witz ist das. Ich hab keinen Schimmer, wo ich hin muss. Wohl in Ruhe. Geil, ich bin ein verfluchtes Frack. Keine Likes für Likens, ja. What the fuck? Okay, erstmal, das Spiel hat mir jetzt bewiesen, dass dieses Spiel mein absoluter Nemesis ist. Denn ich bin jemand, ich töte gerne alle Gegner, die es gibt. Ich cleare gerne alles, aber wenn die hier so endlos weiterkommen oder so riesigen Armeen auftauchen, da habe ich null Chance, mich da durchzukämpfen. Also das war alles vergebene Mühe, was ich hier geleistet habe. Das hätte ich mir alles lieber sparen sollen. Schieße ja auf rote Pulverfässer, um die zur Explosion zu bringen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe da hinten nämlich das Pulverfass gesehen und da habe ich mir gedacht, weil der Groß hier rumgelaufen ist, dass ich den da hinlocken muss und dann gebe ich den einer. Aber jetzt scheinen die ja gerade weggelaufen zu sein. Jetzt kann ich mich mal ganz kurz umschauen, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Ne, hier nicht. Hier bin ich ja schon gewesen. Oh, da muss ich dann jetzt gleich hin. Was ich gemacht habe, war kämpfen. Was ich hätte tun sollen, war parkourmäßig weglaufen. Ja, okay. Aber so ist das nun mal. Man muss erstmal lernen, wie was funktioniert, bevor alles richtig läuft. Ich bin in so Spielen halt eher der Kämpfer als der Renner. Naja. Wir haben eine Menge Sachen gefunden. Warte, erstmal. Erstmal nachladen.
So, herstellen. Eine Arznei hergestellt. Das kann ich auch. Das kann ich nicht. Mir fehlt einmal rostige Reste dafür. Ich könnte aber noch eine Arznei herstellen, aber eine reicht erstmal. Kristalliner Schädel. Kristalline Überreste einer scharfzahnigen Kreatur. Meine Güte. Langsam mache ich es mit dem Niesen. Ah. Na, jetzt kann ich mir nochmal Munition herstellen. Habe ich hier nicht noch was gesehen gerade? Da ploppt irgendwas auf. Ach, da. Okay. Munition, immer gut. Okay, da komme ich jetzt nicht rein. Da ist eine Leiter nach oben. Okay. Na, da bin ich ja zu dem Haus hier gelaufen und hier bin ich ein paar Mal drumherum geirrt. Hä? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gedrückt. What the fuck? Gut, dann stelle ich ihm keine Medizin mehr her. Wenn ich das daraus lernen soll, meinetwegen. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? Geil. Das ist das Areal von der Demo. Toll. Ich hoffe mal, dass es jetzt genauso ist wie der Demo. Das wäre nämlich sehr schön und es nicht so abgeht wie gerade. Das gerade war nämlich ein bisschen überfordernd für mich. Jetzt kann ich mich hier auch mal in Ruhe umschauen. So, kein Stress. Ach, ließ es sich vielleicht knacken. Ja, okay. Da. Oh, große Lykans, Lykana. Was sagenhafte Wolfsmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Schön. Ach stimmt, es gab eine Karte. Vorhängeschloss.
Mechanische Tür. Dietrich. Dietrich, Brunnen, Vorhänge, Schloss. Okay, okay. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Also so ein typischer Dark Souls-Spruch. Von der anderen Seite verschlossen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zorn Mutter Mirandas ereilen. Oh mein Gott, es ist... Zyniker. Es sind die... Die Dinger wie, ne? Keine Ahnung. Gibt doch immer diese Wackelköpfe bei... Das ist jetzt auch zu... Bei Resident Evil. Als Collectibles zum Zerstören. Guess this leads to the castle. Ja, das kenne ich hier soweit. Hierfür habe ich doch nichts. Habe ich ja jetzt gedrückt. So. Soll ich hier beenden? Beenden wir hier die Folge? Also, das ist eure Entscheidung, nicht meine, ja? Ich habe da nichts zu melden. Aber jetzt sind wir aktuell beim Demo-Teil. Ich würde sagen, jetzt beende ich und in der nächsten Folge wird dann quasi wieder durch die Demo durchgespielt, plus ein bisschen, was danach kommt. Ich finde, das passt ganz gut. Dann bedanke ich mich hier vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder zu einer neuen Folge von... Könnte ich die nicht... Ah. Was war das hier rechts? Keine Ahnung. Und wir sehen uns zu einer neuen Folge von Resident Evil Village. Bis dann.